Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Elden Ring. Wie so oft hier in der Tafelrundfeste, wo wir am Ende der letzten Folge wieder einmal hingereist sind, denn es gab einiges, was wir erlebt haben in der letzten Folge. So ist es unter anderem so gewesen, dass wir hier oben in diesem Anwesen von Caria uns bewegt haben, dort noch ein bisschen uns umgeschaut haben und darüber hinaus den Boss hier besiegt haben, nämlich Loretta. Und anschließend konnten wir uns dann hier auf diesem Bereich hier, sag ich mal, umsehen. Und hier oben hat sich ein Drachen befunden. Ardula war sein Name. Den haben wir allerdings nicht so ganz besiegt. Ich glaube, so ungefähr die Hälfte hatten wir ihm abgeluchst und dann ist er auf einmal verschwunden. Ich weiß nicht genau, was das zu sagen hat. Was Gutes wird es nicht sein, denke ich. Naja, auf jeden Fall sind wir anschließend weiter vorgedrungen hier und sind dann in diesen Turm hier rein und haben da festgestellt, Rannys Turm, dass hier auch tatsächlich Ranni die Hexe sich befindet. Wenn wir uns zurückerinnern, wir hatten ja von Roger mal den Auftrag bekommen, beziehungsweise von Fia, dass wir uns mal hier umschauen sollen, in diesen Katakomben, um diesen Messerabdruck uns zu suchen. Und den hatten wir ja seinerzeit gefunden. Und Roger hatte uns dann ja hier hochgeschickt. Irgendwo nördlich von Raya Lucaria, das haben wir dann auch gemacht. Und ja, sie hat zugegeben, dass sie das alles irgendwie geplottet hat sozusagen, aber dieses Mal, das Roger sucht, das ist nicht an ihrem Körper zu finden. Nun hat er uns darum gebeten, in ihren Dienst zu treten, damit wir so ein bisschen, ich sag mal, im Geheimen rumschnüffeln können. Sie weiß im Grunde ganz genau, was wir vorhaben, nichtsdestotrotz geht es hier jetzt für mich weiter. Wir werden uns also hier jetzt weiter umschauen. Hier hat auch der... Irgendwas mit S war das, glaube ich. Der hatte auch gesagt, dass er hier sich in der Nähe befindet. Der hat jetzt nicht allzu viel Gutes von uns gehalten. Aber das hält uns ja nicht davon ab, trotzdem mal gucken zu gehen, was hier denn so los ist, nicht wahr? So. Wir gucken uns jetzt hier einfach mal um. Bum, bum, bum. So, genau. Wir sind jetzt hier also in diesem Turm gewesen. Oh. Ach so, und wir haben auch mit Blight gesprochen. Also beziehungsweise dessen Abbild. Genauso wie Eiji nochmal hier war und dann eben dieser andere Typ. Das war hier vorher. Weiß ich gar nicht, ob hier auch zufällig irgendwie irgendwelche Wölfe waren. Das wäre mir zwar nicht aufgefallen gewesen, aber was heißt das schon? Also hier irgendwo in der Nähe war dieser Drache Ardula, aber der hat sich verzogen, wie gesagt. Bin mir jetzt auch nicht sicher, wie ich das für mich bewerten soll, trotzdem. War das so? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dem bestimmt nochmal begegnen werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so ist, der verschwindet und taucht nie wieder auf. Wir werden es sehen. Ich sollte mich jetzt jedenfalls noch ein bisschen umgucken, um eventuell noch weitere Gespräche zu führen. Das werden wir dann auch mal machen. Genau, wir hatten Renners Turm noch gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das der Turm ist, den der Typ da meinte. Ich glaube mal irgendwie nicht, aber wir gucken mal. Übrigens ist Ranni die Hexe. Wohl Renner. Oder irgendwie so. Sie hatte sich uns so vorgestellt. Ich krieg das aber auch nicht mehr bis ins kleinste Detail zusammen. Deswegen bitte entschuldigt es, wenn es ein bisschen wirr ist. Ich weiß jetzt gar nicht so genau. Nee. Da geht's wohl eher Richtung Caria. Aber hier hinten war ja noch ein Turm. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob wir da reinkommen. Weil einer davon war irgendwie zu. Und dadurch, dass das hier der einzige ist, den ich noch sehe, auch wenn es hieß drei Schwestern, heißt das Gebiet ja hier, weiß ich jetzt nicht. Ist hier zufällig auch noch wieder irgendwo was? Haha, guck mal.
Gesund sieht das hier irgendwie alles nicht aus. Siluvis-Puppe. Nicht berühren. Siluvis, genau, das war der Typ. Wait. Ist das Selin? Von der habe ich auch ewig nichts gehört, ne? Ich erinnere mich auch dunkel, dass sie irgendwann mal was davon geschrieben hatte, dass das hier irgendwann mal runtergeht. Sieht fast ein bisschen aus wie dieser Maltöter. Macht der hier irgendwelche Experimente? Ist das so ein bisschen wie bei Seath? Bei dem Experimente irgendwie schief gingen? Diese komischen Picasa-Viecher dabei rauskamen oder so. Was das hier für eine Ruine ist, weiß ich jetzt nicht. Schade eigentlich, es hätte mich sehr interessiert. Wo kam der denn her? Aristokratenstiefel. Ein höchst merkwürdiges Gebiet hier, muss ich sagen. Aber sei es drum. Dieser Blight war auch mal wieder da. In diesem... Na, wie soll ich es nennen? Dieser Spektralform und hat uns gesagt, dass er einen Weg sucht in irgendeinen Ort, glaube ich. Und dass er wieder in Limgrave ist oder immer noch in Limgrave ist und dort irgendwie den Brunnen sich anguckt. Also schätzungsweise wird er dann wohl Richtung, Siofra gehen. Wir sollen ihn nicht zu lange warten lassen, irgendwie so. Gucken wir mal, ob wir dann hier rankommen. Asche Frostnebel. Cool. Ihr hattet mir auch noch ein bisschen mehr geschrieben irgendwie. Zum Beispiel, dass diese Kette, die ich von Patches gekauft habe, irgendwie eine richtig krasse Funktion hat. Und zwar kann man die wohl einsetzen in irgendeinem Raum. Also quasi egal welcher Raum, verbraucht sich halt nicht. Und man findet dann dort jegliche geheime Wände und wohl auch irgendwie Fallen oder so. Ich müsste jetzt den Kommentar nochmal lesen. Ich habe den jetzt hier gerade nicht vor mir, aber ich frag mich, wie kommt man auf sowas?
probiert mal einfach alles überall aus und merkt dann, huch, das ist übrigens noch eine Funktion. Das hätte ich gerade in dem einen Raum auch mal machen können, ne? Naja, ist mir zu spät eingefallen. Es ist Seluvis, derjenige, der Selen festhält, oder wie? Aber Selen habe ich dann jetzt... Also das hier war ja quasi gerade nur eine Hülle, die ich da gesehen habe von ihr. Ich habe sie ja einmal unten irgendwo in den... auf der Halbinsel der Tränen habe ich sie ja gesehen. Und dann irgendwo anders nochmal diese Hexenruinen da. Ich weiß nicht mehr, wie der Name konkret war. Nee, das ist die falsche Richtung. Ich Vollidiot. Da oben, genau. Und jetzt hier. Vielleicht sollte ich auch nochmal bei Gelegenheit bei ihr vorbeischauen. Ist vielleicht auch gar nicht so blöd. Ich frag mich ja auch, wo Seluvis dann ist. Er hatte ja gesagt, er ist auch in so einem Turm. Kommt man hier jetzt rein oder eher nicht? Untersuchen. Aktuell fest verschlossen. Ja, schade. Ich dachte gerade kurz, der Drache wäre wieder da, aber das war einfach nur irgendwie so ein Stein. So, das da hinten ist, glaube ich, dann Ranis Turm, ne? Oder? Ah, ich blick da nicht durch. Wir gucken einfach, was soll passieren. Außer, dass ich alles irgendwie 20 Mal ablaufe, aber das kennen wir ja nur schon. Das ist so ein Turm, ja. Wo ist denn Seluvis? Ich hätte jetzt gerne mit ihm gesprochen, auch wenn der mir äußerst unsympathisch und suspekt war. So hat er ja trotzdem gesprochen, auch wenn das nun wahrscheinlich nur war, weil ich in ihren Dienst eingetreten bin. So, das ist wieder der Turm von Rani. Von Renna meine ich, nicht Renna. Ich komme durcheinander. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und das ist Mikelas Lilia. Es heißt ja hier auch drei Schwestern. Ich habe bis jetzt ja aber auch nur zwei Türme gefunden. Den einen davon kann ich aber aktuell nicht betreten. Aber das hier ist ja auch nicht das, was ich brauche hier, oder? So, das, wo ich gerade drauf zulaufe, ist der Turm. Da ist der andere, aber wo ist denn der dritte? Und da hinten wahrscheinlich da? Ja, da ganz hinten in der Ecke, ich Vollidiot. Alles klar, dann rennen wir doch mal einfach dahin. Guck mal. Das wollte ich mitnehmen, das habe ich nämlich da schimmernd sehen. Dann kann ich das ja mal mitnehmen, ne? Ich weiß halt nicht, ob der Turm das dann auch wirklich ist, aber... Let's try. Was soll passieren, außer dass es für ein Arsch ist? Ich frag mich auch, wo zum Beispiel Dialos jetzt hin ist. Das ist jetzt aber... Ja, ist ein anderer Turm, okay. Kommt man da auch hin? Ja, da kommt man hin. Scheinbar kommt man da sogar rein. Da steht er ja schon, Mr. Seluvis. Okay. Bevor ich zu ihm gehe, erstmal ein bisschen hier drum rum umgucken.
Einfach weil... Ja, ich sage, Silubis traue ich nicht über den Weg. Kann auch sein, dass es einfach nur daran liegt, dass er halt so scheiße unfreundlich zu mir war, aber... Keine Ahnung, ey. Ich meine, gut, ich meine es ja gerade auch nicht wirklich ehrlich. Ich soll ja quasi rumschnüffeln. Finde ich auch nicht so geil, um ehrlich zu sein. Hier oben noch irgendwas? Ist ja auch so ruinenmäßig. Ich höre es, aber ganz deutlich. Da. Scheint aber so ein bläulicher zu sein, das interessiert mich gar nicht weiter. Okay. Ist hier so ein komischer Geisterstrudel? Nee. Sah kurz im Augenwinkel so aus. Okay, dann gucken wir diese Seite hier nochmal an von seinem Türmchen. Geil, da liegen nochmal einfach free 200 Runen rum. Hallo? Gib mir dies. Danke sehr. Na gut. Einfach mal durch die Seite irgendwie reingehen. Wozu auch einfach den Haupteingang benutzen? Das wäre ein bisschen zu einfach. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eine Herausforderung haben. Oh. Ja. Aber. Moment, ich kann hier hoch. Finde ich schon mal gut. Ich weiß nicht, ob ich ihn damit jetzt irgendwie verärgere oder so. Ist mir auch egal. Ich möchte es einfach nur testen. Oh, da liegt Loot. Loot finde ich prinzipiell ganz gut. Schwarze Wolle. Warum ist die denn hier? Ich habe ein bisschen Sorge jetzt. Das sah aus wie der Helm von Blight. Und ja, da kann ich hoch. Das habe ich gesehen. So weit gehe ich jetzt aber erstmal noch nicht. Ich werde erstmal jetzt mit Silubis quatschen. Mich wieder darauf einstellen, dass er bestimmt wieder sehr herablassend mit mir reden wird. Aber sei es drum. Hi, Silubis-Turm. Hallöle. Well, well, you took me at my word. Did you not realize I was merely being polite? Oh. You provincials never cease to amaze. I suppose you're here now. Perhaps I'll give you something to do. I'd like you to find a woman called Nefeli to administer a potion. Even you can do that much, can't you? Oh, ich erinnere mich an etwas, das ihr mir in den Kommentaren geschrieben habt, schon lange, lange Zeit her. Da hieß es, dass ich einen Trank bekommen würde, den ich aber auf gar keinen Fall ihr geben soll. Denn wenn ich das täte, könnte ich ihre Quest nicht fortführen. Ich soll das, glaube ich, den Gideon geben oder so. Okay. Gut, gut. Now I shall hand over the potion in question. Silubis Trank. Find Nefeli and ensure she drinks it. I expect glad tidings and soon. Yeah, okay. I've no time for idle chit-chat. The only thing I will hear from you is a report of your task's completion. Are we understood? Then off you trot. I have enough on my plate. I've no time for the only thing I are we and I have enough. Okay. Ja, ist aber trotzdem wieder sehr witzig, dass er so eine Drecksarbeit dann uns trotzdem anvertraut, auch wenn er uns ja eigentlich gar nicht leiden kann. Aber irgendeinen komischen Trank, und wenn das ach so wichtig ist, weiß ich nicht, warum ich das wem übergebe, den ich ja irgendwie offensichtlich scheiße finde. Aber okay, das ist wahrscheinlich einfach nichts für so dumme Leute wie mich. I don't know that, but well.
Ich werde mir gleich mal durchlesen, was das für ein wundertoller Trank ist. Er hat mir zwar nicht gesagt, dass ich mir das nehmen kann, but I'll do nevertheless. Natürlich ein Speicherstein, was sonst. Irgendwie beherbergen diese Türme immer nur in Anführungszeichen Speichersteine, okay. Jetzt möchte ich einmal kurz gucken. Wait a second. Okay, das hat hiermit nichts zu tun. Das ist auch hier nichts, ne? Nee. Nee. Oh, ich habe noch eine goldene Saat. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Da. Siluvis Trank. Eine kleine Flasche stammt von Präzeptor Siluvis. Eine kleine Flasche von Präzeptor Siluvis enthält einen trüben blau-schwarzen Trank. Findet Nefeli und sorgt dafür, dass sie ihn auch trinkt. Ja. Ob ich das in der Tat tun werde? Gucken wir mal. Ich hatte hier aber noch was bekommen. Das war nämlich... Ach nee, das war nicht hier, sondern hier, glaube ich. Yes, indeed. Diese Kriegsasche verleiht einer Waffe die Affinität eisig und folgendes Talent. Frostnebel. Hüllt eure Waffe in Frost und schlagt zu, um einen eisigen Nebel vor euch zu verbreiten. Die Waffe bleibt eine Zeit lang von Frost erfüllt. Zur Verwendung mit Nahkampfwaffen, außer mit Peitschen, Fäusten und Krallen. I see what you did there. Hier noch irgendwas Spannendes? Ne, das hatten wir schon. Ja. Selbig. Aber hier hatten wir jetzt gerade noch was Neues. Eine Maske, gefertigt nach dem Kopf eines schwarzen Wolfes. Das Relikt eines Assassinen, der sich als treuer Schatten von Rani der Hexe ausgab. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Das stimmt. Deswegen musste ich auch gleich an Blight denken. Als ich mir das Ganze angeguckt habe. So, hatte ich hier eigentlich noch irgendwas Spannendes mal bekommen? Nee, ne? Nee, okay. Das war von diesem Todesvogel, dem einen da. Well, okay. Gut. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Ich überlege gerade, was ich jetzt mache. Ich überlege auch, ob ich einmal kurz gucke, ob man nicht irgendwo... Zauberin Selen, genau. Sie war hier, aber war sie nicht auch irgendwo hier oben? Boah, Mensch, wo war denn das nochmal? Hier? Hütte des Künstlers? Nee. Vor dem Tor... Wo war sie denn noch? Ich habe einmal mit ihr ja gesprochen. Das waren auch so komische Ruinen, meine ich. Also hier auf jeden Fall einmal diese Hexenfluchruinen, ja. Aber wo war sie denn noch? Das war ja irgendwo hier in diesem Bereich. Warte mal, hier vielleicht? Zauberin Selen, genau hier. Ich quatsch auch mal hier mit ihr. Weil dadurch, dass ich das jetzt gesehen habe, habe ich ja vielleicht irgendwas Neues gefunden. Hey, hey. There you are. Shall we commence the last? Okay, nein. Schade. Dann gucken wir nochmal hier. Genau. Und da war sie ja unten in diesen komischen Ruinen da drin. Vierte Kirche von Amerika. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass es selbst noch eine erste und eine zweite geben müsste, oder? Warte mal, wo lang muss ich? Ich gehe jetzt hier erstmal raus. Ups. Voll vergessen. Naja. Glücklicherweise ging das gut für mich aus. Was hattest du nochmal? Nee, ich glaube, das war nur das mit dem Dings. Da unten, genau da.
Uah! Oh mein Gott. Du kleines. Oh. Hast du gut gemacht. Oh, scheiße. Hm. Ja, okay. Ich will ja hier an sich gar nicht groß was tun. Ach ja. Ich hatte schon mal verdrängt, dass das ja Gift ist. Wait a second, die waren hier auch schon? Das hatte ich ehrlicherweise überhaupt nicht auf dem Schirm. Kam mir so neu und unbekannt vor. Huch. Dabei gab's sie hier ja schon. Hoppala. Nun ja, sei es drum. Wo war denn dieser Kackeingang jetzt nochmal? Da vorne irgendwo, ne? Halt dein Maul. Also, wenn ich jetzt vergiftet werde, ist ja nicht so schlimm. Das ist ja. Mein Gott. Würde ich überstehen. Huch, ich möchte bitte. So, und hier unten war sie ja so ein bisschen festgekettet, ne? Hier, yes. Hey, hey. It will do no good, I swear it. Okay. Hat mir leider nichts geholfen. Ich hatte die Hoffnung, dass sie irgendwas Neues sagt, dadurch, dass ich jetzt ja diese Info habe. Okay. Jetzt gehen wir mal hier nochmal hin. So, ich habe ja jetzt diesen Trank von Siluvis. Ich werde jetzt nicht mit Nefeli sprechen. Ich werde zu Gideon gehen, denn ich bin der Meinung, ihr hattet mir gesagt, ich soll den Trank an Gideon geben. Und genau das tun wir jetzt auch. Gideon, my friend. Hey. Is that potion what I think it is? Bloody Celibus. I suppose he's up to something again. Oh, I won't interfere. You go ahead and do what you must. The Round Table has no code to speak of. But I ask you this. Are you really going to do the bidding of that twisted dolly botherer? Or would you rather hand that potion to me and see if we can't get one over on the bastard? Ich überreich ihm den. Good. I'll dispose of the potion myself. You go and see Celibus, but don't give anything away. Just tell him that you tricked your mark into drinking the potion, as planned. Despite knowing next to bloody nothing, he's so far up his own arse he won't suspect a thing. His inevitable display of arrogance will certainly be a sight to behold. Okay. Gut, damit haben wir jetzt also, ich weiß gar nicht, habe ich, huch, damit jetzt das Leer eigentlich. Okay, ich komme quasi einfach mit leeren Händen wieder. Okay, das geht natürlich auch. Nee, sie saß bei You unten, ne? Saß da irgendwo im Keller rum.
Ich will kurz checken, ob sie irgendwas sagt. Hey, hey. No. How could I say that? Father has a now. Okay, schade. Sie sagt leider nichts Neues. Das macht nichts. Dann ist das so. Aber ich gehe jetzt hier oben wieder zurück. Ich könnte jetzt natürlich auch überlegen, ob ich mit Rani nochmal rede. Aber ich weiß gerade nicht, ob das wirklich zielführend ist. Ich werde jetzt erstmal noch mit Siluvis reden. Damit er sich eins feigst und freut, dass ich so blöd war und seine Aufgabe in der Tat umgesetzt habe. Ich muss aber sagen, ich traue auch Gideon nicht. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, Gideon ist mein Best Buddy oder so. Dadurch, dass er auch im Intro aufgetaucht ist, traue ich ihm nicht. Das ist so, weil es macht wahrscheinlich überhaupt gar keinen Sinn. Ist für mich aber halt so. Ist genauso wie Fia. Ich traue auch Fia nicht. Also, ne? Gucken wir mal, wie das Ganze sich so entwickeln wird. Ich bin auch gespannt, was das Ganze jetzt mit Blight noch auf sich hat, weil ich ja seine Maske da jetzt gefunden habe. Und ich bin auch gespannt, wann ich in Renners Turm reinkomme. Ob das ein Ding ist, was erst mit Story Progression sozusagen passiert, oder ob ich jetzt nach dem Gespräch mit Siluvis möglicherweise da irgendwie weiterkomme oder so. Man darf bestimmt gespannt sein. Ich weiß immer nicht so genau, wo ich hier am dümmsten irgendwie abbiegen kann. So, da kommen wir runter. Yes. Ne, warte mal, jetzt bin ich irgendwie schon wieder falsch abgebogen. Ich muss da lang. Ja. But wait a second, was ist denn hier los eigentlich? Ich komme da auf so ein Dach runter. Die Frage ist, wozu? Einfach mal machen. War ich hier schon? Ich glaube fast nicht. I want to know this. Wissen, was hier los ist? Ich weiß ja auch nicht, ob ich in Karia alles entdeckt habe. Aber... komm schon. Habe ich das hier schon mal gemacht oder nicht? Passagen sind halt also ähnlich, deswegen weiß ich immer nicht, habe ich das jetzt schon, habe ich das nicht? Ist eigentlich Wumpe, ne, weil ich hier sowieso dann raufkomme. Okay. Da hinten ist eine Gnade. Ah, warte mal. War ich da schon drin? Ich mach mal kurz meine Lampe wieder startklar. Ich bilde mir ein, hier war ich noch nicht. Nee, war ich auch nicht. Das ist ja spannend. Höchst spannend, das habe ich nicht erwartet. Alter Reißzahn. Was ist denn wieder diese ganzen Wege hier? Weiß ich auch nicht, ob ich da alle von abgelaufen bin.
unsicher. Sag ich ehrlich. Ob man hier nochmal runter sollte? Ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Eingang ist. Schwierig für mich. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ich hier noch nicht war. Und das... Ich kann das aber nicht anvisieren. Das weiß ich nicht so richtig. Sorry, your worship. I apologize for any offense given. I am Pidia, servant to the Carrion royal family. I am charged with maintaining these ghastly dolls. Your worship, allow me to be of use. Other than the puppets, there are some very fine things up here in this storeroom. Why not pick something out before you go? But please, can you offer poor Illstart Pidia a little something by way of compensation? Sprießendes Horn? Ein sehr seltenes sprießendes Horn, Material zur Herstellung von Objekten, findet man durch die Jagd auf Pflanzenfresser. Dieses Horn wuchs auf einem Tier, das für gewöhnlich keine Hörner trägt. Vielleicht ein Überbleibsel des Urschmelztiegels. Schlummerndes Ei. Eine Geheimnisträne aus der ewigen Stadt. Auch als Träne der Nacht bekannt. Ermöglicht euch, in der Kirche der Gelübde die Absolution zu empfangen und euch somit von allen Vergehen zu befreien. Früher einmal lenkten die Sterne des Nachthimmels das Schicksal der Welt und dieser Akt erinnert noch heute an diese Zeit. Oh. Baupläne eines Schimmersteinmetzes, der an der Akademie diente. Sie erhalten Wissen über die sogenannten falschen Zaubereien. Mit diesem Wissen könnt ihr Folgendes herstellen. Eisknochenpfeil, auch gefiedert und Eisknochenbolzen. Karianischer Gegenschlag. Diese Kriegsasche verleiht einer Waffe die Affinität magisch. Ein folgendes Talent. Karianischer Gegenschlag. Schwingt den Schild, um Zaubereien und Anrufungen abzuwehren und ihre Magie in einen Konter mit Schimmerklingen zu verwandeln. Lässt sich auch als normale Parade einsetzen. Zur Verwendung von... Also mit kleinen und mittleren Schilden. Weiß ich gar nicht. Habe ich davon nicht sogar schon eine? Sehe ich hier leider nicht, ne? Eine einzigartige Waffe junger Albinorix. Diese Waffe oder dieses Schwert wurde den Wellen eines... Tropfens nachempfunden, der auf Wasser fällt. Ein Symbol für den Ursprung ihres Volkes? Die Angriffskraft dieser Waffe wird durch Arkanenergie verstärkt. Schwarzer Lederschild. Ein mit schwarzem Leder überzogener Rundschild, recht wuchtig für einen mittelgroßen Schild. Dieses Prachtstück aus dem hohen Norden ist mit einem Bild des Polarsterns aus goldenen Nieten verziert. Das Pelzfutter auf der Innenseite schützt den Träger vor Frost. Abgenutzte Karte. Eine einfache, schwer abgenutzte Karte, offensichtlich schon vor längerer Zeit weggeworfen und vergessen. Weitere Details erfahrt ihr nur,
oder erfährt nur, wer dafür bezahlt. Okay. Nehme ich einmal das hier. Und nehme ich noch irgendwas, ist die Frage. Ich finde halt das noch ganz cool. Egal, ob ich das jemals benutze oder nicht. So, ich nehme jetzt nochmal irgendwie 300 Runen. Oder 400. Um das Ganze hier einmal mir zu kaufen noch. Auswahl nutzen nehmen wir mal 2. Yes. Ja, ich möchte mir noch das hier einmal kaufen. Genau. Weil dann habe ich das zumindest. So, und jetzt möchte ich noch... Sie stellt Bernstein-Lichtstrahlen dar. Weiß ich jetzt nicht so genau. Ah, please. Okay. Nun. Aber hey. Ich habe das gefunden hier. Weiß zwar nicht, ob das wirklich ertragreich ist, aber sei es drum. I have. So, und ich kann ja jetzt mal überlegen, ob ich nochmal diese Seitenwege hier lang gehe. Das waren halt so viele, da weiß ich jetzt nicht, ob ich die alle lang gelaufen bin. Ich meine, die kann ich offensichtlich runter, ne? Also machen wir das doch mal. Nicht mal ein Knöchel verstaucht, hat dann Dark Souls 2 wärst du tot gewesen bei dieser Höhe. Okay, kann ich hier eigentlich irgendwo was aufmachen? Nee. Auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das hier sinnvoll ist. Wahrscheinlich habe ich das eh schon alles, aber... Das ist eine große Krabbe, an die kann ich mich aber in diesem Kontext nicht erinnern. Nee, hier war ich auch noch nicht. Okay, so then. Schlummerndes Ei dreimal, okay. Okay, was gibt's denn hier noch? Für mich jetzt natürlich ja auch interessant, ob ich das hätte vorher schon entdecken können oder ob das erst jetzt ging, nachdem ich mit Karia quasi durch war. Naja, wie auch immer. Okay, auf jeden Fall bewacht die Krabbe da irgendwas. Die Frage ist nur, sind da noch mehr Gegner oder ist das alles? Oh, shit, shit. Schlaf, oh Gott. Aua. Aua. Mal bitte Heidi, Heidi. Ah, bin Heidi Minogue. Kannst du mal aufhören? Und Heidi Cyrus? Hör auf damit! Dankeschön. Das lief ja richtig beschissen. Aber egal. Sch
Steinschwertschlüssel, okay. Hm. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ob sich das jetzt gelohnt hat hier. Wäre fast geneigt zu sagen, nein. Irgendwie nicht. Warte mal. Ach nee, das sah kurz so aus, als wäre hier wieder irgendwas. Aber wenn ich hier hingehe, ne? Da waren doch dann diese komischen Seitenstränge da. Ich reste mal. So, hier war doch... Ach nee, das war nicht hier, das war im oberen, ne? Obere Ebene, hierhin will ich, so rum. Ich dachte, das war auf der unteren, aber nee, nee, das war oben. Ich finde es doof, dass das mit der Lampe jetzt mal wieder ausgeht. So. Gucken wir mal. Ja, genau. Diese komischen Seitengänge hier. Da gibt es ja irgendwie so 20 Stück von. Ich krieg das jetzt aber auch nicht mehr alles zusammen hier. Das ist das Problem. Naja, gucken wir mal. Oh, ich hasse es. Ich weiß auch nicht, in welchem Umkreis diese Drecksdinger dann hochgehen. War ich da je? Nein, da war ich auch nie. Wie komme ich denn da hin? Kannst du runter, aber würde ich jetzt eher nicht empfehlen, glaube ich. Oh, Mistvieh. Ich hab gehört. Na, komm doch her. Immer ein bisschen nervig. Ich bin am Überlegen. Wie komme ich da hin? Wie kommt man dahin? Wahrscheinlich muss ich hier wirklich irgendwie weiterlaufen und gucken. Ist da irgendwie in so einen anderen Abschnitt dahin? Nicht sicher. Halt dein Maul. Tschüss. Nerv nicht weiter. Wäre dir sehr verbunden. Hier geht's runter, aber wie gesagt, das hilft mir nicht. Manchmal ist das ja schon so. Wo? Ach da. Halt deine Fresse. Kuckuckschimmerstein, ja. Das sind so kleine Schwerter.
Halt dein Maul einfach, okay? Ja, da hinten. Da will ich hin, glaube ich. Ist bloß nicht so genau wie. Ja, ich hab's gesehen, aber der ging auch schon hoch. Wie komm ich da hin? Halt doch einfach deine Fresse und du auch. Ich heil mich lieber, just in case. Ja, da komme ich daher? Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Oder wie sieht es aus? Ich bin irgendwie verwirrt. Hä, das ist die untere Ebene. Hätte ich ja doch hier lang gehen können. Okay, das ist die untere Ebene, alles klar. Bin quasi den Weg zurückgelaufen, ist auch sehr smart. Nicht. Halt. Man muss irgendwie nochmal gucken. Bin ich da jetzt gerade lang gelaufen? Ich komme hier voll durcheinander, weil irgendwie alles gleich aussieht. Ja, hier bin ich lang gelaufen. So. Da war unten einmal Loot, den ich noch nicht hatte. An so einer Leiche dran. Wird bestimmt auch nichts Krasses sein, aber... Trotzdem. Da geht's auch runter. Aber... Hä? Das ist aber woanders. Das ist nicht das. Komme ich da hin? Kann ich da vorne irgendwo runter? Habe ich hier jetzt etwa The Way gefunden? Indeed, I have. Was ist noch ein anderer? Komme ich jedenfalls dahin? Komm ich auch da drüben irgendwo hin? Ich höre ja auch schon wieder so ein Geschimmer irgendwie. Jetzt ganz schön weit runter, muss ich sagen. Muss ich hochspringen auch. Kommen wir hier hin? Oh oh. Warum kann ich hier irgendwas beschwören? Das ist nicht gerade vertrauenserweckend. Das ist eine Truhe.
Schwert der Nacht und der Flamme. Okay, wo bin ich hier? Weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich hier jetzt sein sollte. Es wundert mich, dass ich da irgendwas beschwören konnte oder kann. Hier nicht mehr. Okay. Hä? Okay. So, wo kommen wir hier hin? Da ist auch noch Loot. Okay, da muss ich auch gleich nochmal gucken. Ja, okay, also das hat mir gar nichts geholfen. Das ist eine große Hand. Natürlich die Frage, ob das jetzt hier das Problem ist, aber das glaube ich irgendwie nicht. Weil wegen einer großen Hand passiert hier ja noch nicht viel. Kriege ich die überhaupt? Angeschossen kriege ich sie zumindest. Weiß jetzt auch nicht, ob das so smart war. Der Impact ist halt schon riesig, ne? Ich gehe immer wieder runter. Ich meine, schlimmstenfalls sterbe ich halt. Dann ist das so. Ist ja nicht zu ändern. Es ist aber die Hand, ne? Oder? Ja, ja, das ist die Hand. Die Bewegungen von diesen Händen sind halt auch echt ekelhaft. Wow! Okay, sick. So, lass dir echt mal die Nägel schneiden, du. Sieht nicht so gesund aus. Ich weiß, cheesy. Komm her jetzt hier. Komm her, Handy. Wo ist die hin? Es ist nicht gerade beruhigend, wenn man sie nicht mehr sieht. Warum kann man hier irgendwas rufen?
Go. Ich hole mir das jetzt einfach. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwas ist. Ich belasse es jetzt erstmal dabei. Ich weiß jetzt auch immer noch nicht, was da oben abgeht, aber sei es drum. Was ich so mal tun wollte, war mit Siluvis reden. Ja, so richtig Ruhe lässt mir das, wie gesagt, nicht. Aber müssen wir mal gucken. Vielleicht finde ich da noch was Schniekes. Stand da gerade irgendwas? Ne, nur Kleidung anpassen, okay. Ich hatte kurz Sorge, dass da wieder irgendwas von Melina steht und ich das wieder nicht mitschneide. Aber nö. So. Sehr gut. Dünne Bärstchen Knochen. Jo. Wieso ist sein aller Turm so doof erreichbar? Halt so merkwürdig irgendwie an der Seite runterlatschen. Nicht irgendwie mal vernünftig quer rüber oder so. Das ist jetzt auch alles nur gewesen mit diesem Ausflug, weil ich da diese Seitendings gesehen habe. Aber hey, ich habe zumindest noch was Neues gefunden. Muss ich mir gleich nochmal angucken. Oder in der nächsten Folge, das weiß ich jetzt noch nicht. Den habe ich verdient. Huch. Wenn ich es nicht mal schaffe, dann irgendwie direkt zu treffen, dann habe ich es auch nicht besser verdient. So. Siluvis, my friend. Ah, so you made Nefeli drink the potion. Na klar. You were a touch more useful than I had thought. Very well. Then you shall have your gift. Knowledge of the sorcerous arts under the tutelage of the great preceptor Siluvis. I doubt much of it will lay within the grasp of a mere tarnished, but if you put your mind to it, perhaps you won't embarrass our lady. You wish to begin right this moment? Well, your impatience, though boorish, is understandable. Let's have at it. Was? You break into a man's private chambers, rooting about as you please. Your oafishness knows no bounds. Fine and well. You tricked Nefeli and had her drink the potion. I believe that makes you my accomplice. You yearn for a puppet of your own. Well, normally one of your stature would never be allowed. But perhaps I can make a very special exception. Now, choose. Was? Eine von Siluvis Puppen. Hiermit ruft ihr den Geist der Fingerjungfer Terolina. Der Geist einer Fingerjungfer, die nie dem Befleckten begegnete, den sie führen sollte. Setzt heilende Anrufungen und Weihwassertöpfe ein, ist aber keine Kämpferin und in Schlachten eher fehl am Platz. Eine Jungfer ohne Befleckten, ein Befleckter ohne Jungfer, und es gibt niemanden, der sie zueinander führt.
Hiermit ruft ihr den Geist eines Gefäßunholds. Der Geist eines Mannes, der in ein Gefäß aufgenommen werden wollte. Ein Wurfspezialist, der alle möglichen Töpfe und Gefäße wirft. Das Kriegergefäß sagt dem Unbekannten einst, ihr seid nicht bereit, euch den Kriegern im Inneren anzuschließen. Strengt euch an, verbessert euch, dann komme ich euch eines Tages holen. Ich glaube, das ist unverfänglicher, oder? So, you had Nefeli drink the potion? Truly? Then perhaps something was amiss with it. It's concocted from the finest ingredients, but perhaps I should review the recipe. I may have expected too much of her to begin with. Okay. Begging for another lesson, so there remains much. Okay. Ich will jetzt mal kurz mit Rani sprechen, gucken, ob sie noch irgendwas sagt, und dann war es das für mich erstmal mit dieser Folge. Ich kann mir zwar irgendwie nicht vorstellen, dass jetzt hier was Neues kommt, aber weiß ich nicht. Ich find's halt auch merkwürdig mit diesem komischen Trank. Ich weiß nicht, was hat er mit Nefeli zu tun? Oder sie mit ihm? Oder whatever. Ich kann es einfach so machen. Fährt er nämlich dann direkt wieder runter. Okay. Was hat er in diesem Drei-Schwestern-Gespann hier zu suchen? Hey. Na toll. Sie jetzt schon in ihrem Schlummer, ja. Toll. So ein Kack. Naja, okay. Lass mal gucken, wie gesagt, ob Nefeli noch irgendwas sagt jetzt. Oder auch Gideon, beide. Schauen wir mal. Nix. Okay, so, dann gucken wir jetzt noch bei unserem Schmiedekumpel vorbei. Beziehungsweise halt nicht direkt bei ihm, sondern eben hier unten. No, how could I say father has a now? Nee, leider nicht. Okay. Blight war ja hier hinten irgendwo, ne? Wer ist er hier unten? Ah, ist immer noch Kenneth Hyde, okay. Ja, hier ist der Brunnen aus Jofra. Selen sagt nichts. Was ist das hier? Nomadischer Händler. Was denn eigentlich? Ah, Jura. Jura ist auch noch immer hier unten. Ja, das ist irgendwie ein bisschen ernüchternd alles, muss ich sagen. Ich dachte, ich habe jetzt hier Wunder was gefunden, aber irgendwie... Nö. Und ich verstehe auch nicht, warum das hier drei Schwestern heißt. Wenn Seluvis definitiv keine Schwester ist, also... Ne? Ich kann höchstens irgendwie hier nochmal hingucken, aber... Naja. Das sind auf jeden Fall keine Sachen für jetzt. Und wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss.